Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal ein anderes Video und zwar den 20 Euro Make-up Challenge Tag. Ihr geht in die Drogerie und kauft einfach Make-up für unterhalb von 20 Euro bzw. bis 20 Euro. Es ist auch noch eine Kooperation mit der lieben Angelina von Miss Angelina und ich verlinke euch ihren Kanal unten. Wir haben gemeinsam so einen 20 Euro Make-up Challenge Tag gemacht. Und wenn ihr dann Lust habt auf noch eins, dann schaut bitte gerne bei ihr vorbei. Sie ist eine total süße und ich finde sie mega, mega hübsch. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich hier den Look kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und wir starten auch gleich. So, ich bin gerade erst aufgestanden und meine Haut ist noch ein bisschen rot. Das ist meistens, wenn ich aufstehe, ist es noch ein bisschen gerötet. Ich habe mir nämlich neu gekauft die Catrice Camouflage in der Farbe 010 Ivory. Und ich war mir jetzt nicht so sicher, ob die mir jetzt passt, weil die ist doch sehr, sehr gelbstichig. Also ich kann euch einen Vergleich geben zu meinem MAC Concealer. Der ist nämlich so ein bisschen neutraler, würde ich jetzt sagen. Also das hier ist die Catrice Camouflage und das hier ist der MAC Concealer. Ob die mir jetzt passt, weiß ich nicht, aber das probieren wir jetzt mal live aus. Ich gehe jetzt zum ersten Mal da rein. Ja, fühlt sich sehr gut an auf dem Finger jetzt. Ich verteile das einfach mit meinen Fingern, weil ich finde, so eine Camouflage kann man am besten nur mit den Fingern verblenden, weil dadurch, weil durch die Wärme von euren Fingern wird es, finde ich, am besten verblendet. Und, also so als erstes kann ich sagen, die passt mir schon von der Farbe her. Ich meine, es war die hellste Farbe so. Also ich muss sagen, von der Farbe her finde ich sie sehr, sehr gut. Passt wirklich gut. Bin ich jetzt nicht zu dunkel. Ich habe mein Stativ vergessen und habe das jetzt irgendwie so auf irgend so ein Gebilde aufgebaut und da drauf liegt jetzt die Kamera. Das wäre es jetzt für mich jetzt mit der Haut. Jetzt machen wir weiter mit Augenbrauen. Da habe ich mir neu gekauft den von Alverde, den Augenbrauenstift in der Farbe 01 Blond. Jetzt sagen, ich finde ihn echt nicht schlecht. Er ist sehr gut deckend. Er ist so ein bisschen cremig und so ein bisschen härter von der Mine jetzt. Und von der Farbe her passt er mir perfekt, würde ich sagen. Was mich eigentlich immer nervt an diesen Alverde Augenbrauenprodukten ist die Bürste. Die Bürste, also mit denen kann man nicht mal durchfahren und sie gescheit auskämmen. Also das ist wirklich das Einzige, was mich nervt. Von der Blendbarkeit finde ich jetzt wirklich gut. Also ich habe bis jetzt ja immer diesen Catrice Augenbrauenstift verwendet. Aber jetzt ja in Alverde, also von Alverde ist jetzt viel gar nicht mal so schlecht, würde ich jetzt sagen. Und ich habe mich vergessen, die Preise zu sagen. Also das hat 2,99 gekostet und das hat 1,95 gekostet. Also ich werde euch die Zwischensumme immer hier einblenden, damit ihr ungefähr wisst, wie viel Geld ich aufgebraucht habe, ne? Wie viel Geld ich ausgegeben habe. Tut mir leid, wir haben es irgendwie 10 Uhr und ich bin erst vor einer halben Stunde circa aufgestanden, habe gegessen, Zähne geputzt, habe mich so ein bisschen umgezogen. Und ja, jetzt bin ich hier. Dann machen wir weiter mit Puder. Bei Puder war das so, ich wollte mir das Manhattan Clear Face Powder kaufen, aber es gab es nicht in meiner Farbe. Und daher habe ich dann noch mein altes noch verwendet, das noch ein bisschen Produkt hat. Und falls ihr euch wundert, was für eine Farbe ich habe die Farbe 70 Vanilla. Und das ist das beste Puder in der ganzen Drogerie. Ich finde, es gibt kein besseres Puder als das. Das deckt so schön ab. Das mattiert so gut. Also für den Preis, es kostet nämlich 5,75 €. Gibt es echt kein besseres, finde ich. Und ich wollte auch jetzt kein anderes austesten, weil ich mir jetzt nicht so sicher war, ja, von der Deckkraft her. Und auf das kann ich echt schwören, dass es so gut ist. Also wer es noch nicht probiert hat, soll es echt einmal ausprobieren. Das ist das Geld absolut wert. Das beste Puder, meiner Ansicht, in der Drogerie für den Preis. Also, ja. So, das wäre es jetzt auch mit Puder. Also mit dem Gesicht wäre ich an sich fertig. Dann habe ich mir noch einen Blush gekauft. Und zwar ist das aus dem Sortiment gegangen. Und zwar von Catrice. Den Defining Blush in der Farbe
fand das so einen schönen Alt-Rosa-Ton. Der hat noch so ein bisschen so ein Schimmer drin. Also ich würde nicht sagen, dass er matt ist, sondern hat so ein bisschen Schimmer. Ich fand die Farbe sehr, sehr schön. Und ich sehe mich gerade in der Kamera, ich sehe total platt aus und wie ein Geist. Und der war jetzt reduziert auf 1,99 und dann habe ich mir einfach gekauft. Aber ich nehme an, den gibt es jetzt nicht mehr. So. Und der ist viel zu stark pigmentiert. Also ich habe da jetzt viel zu viel genommen. Okay, jetzt machen wir mal ein bisschen passender. Ich würde sagen, es geht jetzt von der Deckkraft her. Und wer jetzt nicht glauben, draußen schneit es. So, ich weiß nicht, wie es in der Kamera jetzt rüberkommt. Also in live sieht es aus, als hätte ich so ein bisschen so eine kleine Frische auf der Haut. Und ich finde, es sieht sehr gut aus. Also jetzt persönlich, das blasht jetzt nicht richtig, richtig gut. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Also ich war noch nie so ein Catrice Blush Fan, aber ich finde das Blush jetzt wirklich sehr, sehr schön. Und dann wären wir jetzt auch mit, also mit dem Gesicht wäre jetzt komplett fertig, weil ich habe mir keinen Bronzer kaufen können, weil ich sonst mit dem, also mit den 20 Euro nicht hingekommen wäre. Und dann machen wir weiter mit Mascara. Und da habe ich mir eine gekauft von Essence. Die habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen. Und zwar ist das die Essence Get Big Lashes Volume Boost Mascara für Maximum Volumen und besondere dichte Wimpern. Bin ich mal gespannt. Also die Bürste ist riesengroß. So, schauen wir mal. Positiv überrascht. Ich finde, sie hat meine Wimpern total gut getrennt. Die haben auch mega Volumen. Also die Mascara hat 2,29 gekostet. Und ich habe ehrlich gesagt nichts von ihr erwartet. Aber wie man sehen kann, habe ich hier ein bisschen oben gepatzt. Aber ich werde das mit so einem Wattestäbchen dann entfernen, sobald es getrocknet ist. Ich habe jetzt die Patzflecken hier oben entfernt. Und ich hatte leider kein Geld mehr für ein Augenbrauengel. Und daher werde ich es so ganz, ganz oldschool machen. Und zwar nehme ich hier das Bürstchen von diesem Alverde Augenbrauenstift und ein bisschen Haarspray und werde das einsprühen. Das müsste jetzt genug sein. Und wie ich schon erwähnt habe, ich hasse dieses Bürstchen, weil man da nicht gescheit durch die Augenbrauen kämmen kann. Ja, das ist gar nicht mehr schlecht. Ich habe hier den Essence Lip Liner in der Farbe 14 Femme Fatale. Ich habe mich dafür entschieden, so ein bisschen, ja, eigentlich so natürliches Make-up mit roten Lippen zu machen. Ist mir eingefallen, bevor ich mit dem Lip Liner weitermache, habe ich noch den Essence Eyeliner Pen in Waterproof und den hätte ich eigentlich vor der Mascara machen sollen. Aber wie ich schon erwähnt habe, ich bin praktisch aufgestanden und habe angefangen, mich zu schminken. Und ich werde jetzt versuchen, die Linie so nah am Wimpernkranz wie möglich zu machen und so präzise. Und der kostet ja 2,45 der Eyeliner. Also ich wollte ja so einen leichten Wing haben und jetzt habe ich so einen extrem dicken. Aber das macht jetzt auch nichts. Und jetzt mache ich endlich weiter mit Lippen und der hat nur 99 Cent gekostet, also so wirklich geschenkt. Und ich werde sie so ein bisschen übermalen.
merke, wirkt in der Kamera wirklich mega neonrot. Aber so rot ist er jetzt wirklich nicht. So, das wäre jetzt eigentlich auch mein fertiger Look. Und ich kann mich gerade echt nicht der Kamera anschauen, weil es ist gerade so mega, mega rot. Also es wirkt sehr, sehr neon, obwohl es gar nicht so ist, finde ich jetzt in live. Und soweit wie ich das ausgerechnet habe, müsste ich auf irgendwie auf 18,40 Euro gekommen sein. Also ich werde das auf jeden Fall hier noch einblenden. Und ich wollte mir noch so ein Velvet Matt Lippen Stift kaufen. Also die, Moment, ich zeige euch das. Diese Dinger hier, und zwar ist es einer von Look by Big Bar, aber ich wäre nämlich über die 20 Euro gekommen. Und dann wollte ich das echt nicht riskieren. Im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden. Also von der Camouflage muss ich sagen. Bin ich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut deckt, dass sie auch zu meiner Hautfarbe passt. Was mir noch gefällt, ist auf jeden Fall der Catrice Blush. Ich finde es jetzt wirklich nur schade, dass die Farbe aus dem Sortiment genommen wurde, weil ich finde, es ist so eine schöne altrosa Farbe und ich finde, passt auch sehr, sehr gut zu meinem Hautton. Essence, hallo, ich finde die Mascara wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, die hat meine Wimpern sehr, sehr gut getrennt, sehr voluminisiert, also ihr versteht schon, was ich meine. Der Augenbrauenstift gefällt mir auch, also wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Make-up. Ich finde es sehr, sehr gut. Und ja, ich werde euch jetzt so ein bisschen ranzoomen, damit ihr so sehen könnt, wie meine Haut aussieht, wie mein Lippenstift, meine Augenbrauen. Der Augenbrauenstift ist, by the way, richtig gut. Also ich hätte mir das nicht gedacht. Und die Farbe, finde ich, passt auch sehr, sehr gut zu mir. Das war jetzt nur mein 20 Euro Make-up-Challenge-Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein paar neue Produkte entdecken, so wie ich jetzt zum Beispiel. Falls ihr noch Lust habt auf so ein Video, dann schaut bitte gerne bei der Angelina vorbei. Ihr Kanal ist unten verlinkt. Und dann danke ich euch natürlich wie immer fürs Zuschauen. Und wie immer würde ich mich sehr über Daumen hoch freuen. Und wie immer sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!